Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ninja Shadow of Darkness. In der letzten Folge mussten wir leider, wir wurden wirklich dazu gezwungen, unseren Testdurchlauf zu beenden. Wir sind Game Over gegangen, haben leider nicht das Ende des Levels gesehen, aber vielleicht haben wir schon so 50% oder so geschafft. Sind jetzt hier in unserem ersten richtigen Versuch. Und es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also natürlich hätte man hier und da wieder irgendwas wahrscheinlich besser machen können. Aber Fakt ist, wir leben noch. Und das sind sehr, sehr viele. Da muss ich erstmal die Sternchips einsammeln, ne? Und hier sagen, dass ich auch vorhabe, Pegasus zu schlagen. Und dann, ja gut, das würde sie wahrscheinlich alle noch aggressiver machen. Schließlich wollen sie ja auch dahin. Ja, ne, das ist einfach Indoktrination. Das Erste, an was ich denke, wenn ich Sterne sehe. Also sind ja nicht direkt Sternchips. Das ist keine Ahnung. Vielleicht auch der zweite Gedanke wäre irgendwas Cowboy-mäßiges, Lucky Luke-mäßiges oder so. Nett, merke ich mir. Ja, aber ihr wollt da, ne, das ist so euer Fetisch tatsächlich. Erstmal dumm im Kreis rennen, dass die Verwirrungstaktik ist. Die verwechseln das so ein bisschen mit LOL, ne? Die denken immer, ich mache jetzt hier meine Skillshots und so. Nee, du, wir machen da jetzt hier Kampf Mann gegen Mann. Nur, dass ihr halt keine Männer seid, weil ihr jetzt so 8 angreift, ja. Aber vielleicht seid ihr ja manipulierte Ninjas, weiß man ja nicht. Vielleicht sind das ja mal meine Freunde gewesen, aber ja. Sie wurden alle vom Feind verführt und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da hinten war. Das war dann doch wieder zu viel des Guten hier. Nein, guck. Da sind sie. Die guten weiteren Kisten. Hätte ich doch fast übersehen. Ich meine, haben oder nicht haben, nicht wahr? Junge, ey. Ja, komm. Ja. Die denken immer so, komm, riech mal an meinen Schuhen, ne? Kannst du, das ist immer so eine Bitte, kannst du bitte prüfen, ob ich in Hundescheiße getreten bin, so sieht das nämlich aus. Ja, ich kann versichern, das ist euer kleinstes Problem, nachdem ich euch verprügelt habe. Hier muss man dann halt schauen, wie das, es geht ja, oh, das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte jetzt, wir testen weiter. Ich hätte jetzt gedacht, dass, wo bin ich denn jetzt, muss ich da hoch? Dass ich, ja, da Schaden nehme, wobei mir das ja beim letzten Mal auch nicht passiert ist. Nee, das ist falsch. Ja, aber jetzt nicht, dass ich da irgendwie runterfalle oder so. Ja, das sind halt diese alten Spiele. Die, wenn sie wollen, können sie alles irgendwie als Insta-Kill rechtfertigen oder so. Richtig, richtig belastend. Doch hier lang, ich dachte, das wäre ein Secret oder so. Ja, ist es doch auch. Hä? Doch den Berg hoch? Ja klar, weil ich ja, da unten war ja dieses Wasser und so. Ach so. Das habe ich dann jetzt wohl mit irgendwas anderem scheinbar verwechselt. Da, genau, weil ich, nee, Moment. Hier geht's nämlich runter. Ja, daran dachte ich nämlich. Aber das ist ja komplett anders aufgebaut. Okay, ist das hier überhaupt richtig? Nee, da war die Kiste, genau, wo ich so meinte, haha, guck mal hier, hätte ich übersehen können und so lululululul. Ja, gut, dann gehe ich mal hier lang. Ja, ja, keine Ahnung, da habe ich ja irgendwas falsch gemacht scheinbar. Direkt durch. Ja, guck mal, da war, da hätte ich doch sogar Boden unter den Füßen gehabt. Was willst du mir denn eigentlich erzählen? Und mache ich jetzt wieder den Oh Gott, ja, warum ist denn der Checkpoint so weit, ey? Ja, ich weiß, das sind wieder dritter Weltprobleme. McDonald's einfach weiter weg als 5 Minuten ist, da kriegt man dann schon Krampfadern und also in seinem Kopf auch, ja. Oh Gott, das ist so nervig. Und ich hab, wie gesagt, ich hab's doch, ich meine, es beim ersten Mal geschafft zu haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier da den Tod gesehen habe. Mal, wie gesagt, da geht's ja auch scheinbar so ein bisschen hoch. Oder kann ich da... Ich hatte jetzt mitten im Sprung, ich weiß, ziemlich dumm, aber ja, mitten im Sprung die Idee, mich da an den Ranken festzuhalten, aber ich konnte das offensichtlich nicht umsetzen. Was ist denn das jetzt, ey? Aber gut, dass wir uns nochmal... Nicht, dass ihr jemals eine Wahl hattet, aber ich sag jetzt einfach mal, typisch Merkel, typisch Scholz-mäßig, dass wir demokratisch uns darauf geeinigt haben, nochmal einen Testlauf zu machen, damit ich scheinbar hier nochmal 8-mal scheitern kann. Das hätten jetzt 8 Versuche sein können. Oh. Ich hatte jetzt irgendwie die Idee, einfach
da runterzufallen. Aber ja, was soll ich sagen? Das ist ja auch kein Mario. Wirklich, das ist so frustrierend, ey. Dann würde sich lohnen, da ein Safe-Set zu machen. Aber ja, man geht ja auch nicht davon aus, dass man das 8-mal macht. Sondern, dass man dann natürlich einmal hinläuft und sich das dann klärt. Aber irgendwie, da ist jetzt gerade der Wurm drin. Eieiei. Pass auf, ich bin ja so dumm. Nee, hier bin ich, hier muss ich direkt rüberspringen. Aber ich kann dazwischen eine Pause machen, okay. Das war mein Fehler. Hätte ich nicht scheinbar beim ersten Mal nicht gemacht habe. Nee, ganz ehrlich, das ist mir gerade zu dumm. Ich merke, dass ich da auch einfach keine Motivation habe, wenn es nicht um irgendwas geht. Also beim ersten Mal macht es vollkommen Sinn. Aber auch nur, wenn man das weit geschafft hat, ja. Also wenn ich jetzt beim richtigen ersten Testdurchlauf direkt Game Over gegangen wäre, da hätte ich auf jeden Fall nochmal einen gemacht. Aber ich glaube, wir waren jetzt weit genug, um es richtig zu machen. Da war jetzt, ich habe einfach gespürt so dieses, ist vielleicht auch der Grund, wieso ich das jetzt nicht beim zweiten und dritten und achten Mal geschafft habe. Da dachte ich mir einfach so, nee du, Alter, das ist irgendwie, was mache ich jetzt hier? Und guck mal, wie schwierig das ist. Wow, hab ich da einen blutigen Kopf gesehen? Das wäre sehr, sehr anstrengend, den blutigen Kopf zu verpassen. Findest du nicht, du hättest mir auch so, wenn das jetzt ein Scharfschützengewehr gewesen wäre, findest du nicht, du hättest da ein bisschen kooperativer sein sollen? Also ich finde, wenn du Tiere jagst, dann sollten sie dir auch einfach ins Visier springen, ja. Wenn das Eichhörnchen weiß, dass es beobachtet wird, dass es schon quasi, dass man versucht, ihm einen Headshot zu verpassen, dann bin ich schon der Meinung, dass das Eichhörnchen einfach reinspringen sollte. Also müsste so ein Vertrag einfach direkt abgeschlossen werden mit der Umgebung, mit dem Dorf und den Waldtierchen einfach, dass dann jedes Tier weiß, okay, das Zielfernrohr, das wurde jetzt neben mir stationiert und dann habe ich gefälligst da reinzuspringen, ja, eiskalt. Das bilden die sich ein, ey. Wisst ihr, was das für Konzentration kostet? Immer dieses Zielen und dieses Verfolgen des Waldtieres. Also das ist auch einfach, da muss man auch mal ein bisschen, uiuiuiui, Rücksicht gegenüber den Schützen haben. Was war das denn jetzt? Und wie ich einfach, das ist genau das, was ich meine. Okay, gut, ich lebe noch. Ich lebe noch. Okay. Die haben mich nicht runtergekriegt. Ich meine, es ist irgendwo, wenn man desaströse Probleme mit der Sache hätte, mit der Falle oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Oh, das war jetzt aber auch ein Tritt zu viel, finden Sie nicht, Kollege? Das war halt der andere Fuß, ne? Er wollte wissen, ob er an beiden Beinen Hundescheiße hat oder nicht. Also irgendwie legitim. Der dritte wäre nicht legitim gewesen, wenn er mich mit der Faust angegriffen hätte. So, was? Stinkt deine Faust? Hast du damit den Hundescheiße gefasst? Oder was? Guck mal, was ist denn das jetzt für eine muntergefickte Holocaust? Ja, eine Kauschmitt-Scheiße. Ich versuche hier Ausdauer zu beweisen und ihr tretet das einfach mit Füßen. Und mir war so, als würde ich gerade noch irgendwas sagen. Ja, naja, was auch immer. Ja, ich weiß, ja, das mit den Waldtieren, das ging einfach zu weit. Aber irgendwie muss ich jetzt mit meinem Frust klarkommen. Und das war eigentlich gar nicht so schlecht. Wobei, hier war das. Nee, Moment, nein, na, ich bin so dumm. Wo war das jetzt? Ich weiß es nicht. Warte, können wir das nicht direkt nochmal checken? Weil ich weiß nicht, ob das jetzt eines der Tiere war. Oder ob da noch eine Kiste war. Irgendwo hier, scheiße. Ich hätte mein Leben retten können, ey. So bitter, ey. Okay, das war, ja. Die guten Rückschritte. Leider Gottes. Achso, ja, hier. Scheiß mal auf Nahkampf, Alter. Ich zerstech dich mit meinen Shurikens. So, das war aber schön präzise. Aber die Hasen, ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich den Kopf wegdrehen sollen oder so. Da muss ich auch einfach an Happy Tree Friends denken, ja. Und dann diese eine South Park-Folge mit den Waldtierchen. Wobei, ich glaube, das war ein Tyler. Eine Doppelfolge oder so, aber egal. Alter, könnt ihr euch das vorstellen? Happy Tree Friends im Jahr 2023. Alter. Ich weiß nicht, du. Das ist ja... Puh. Das wäre ja ein Speedrun zu Massenanzeigen. Aber es war damals legitim, es war damals vorhanden. Diese Serie gab es damals.
Das Lied auch, oh Mann, ey. Oh, schöne, schöne Zeiten. Grundsätzlich damals, da war es, da hat es sich einfach noch gelohnt, Fernsehen zu gucken, ja. Ich meine, ich kann jetzt nicht direkt sagen, wie es heutzutage ist, weil ich seit 2000... Gute Frage. 2010 oder so auch gar nicht mehr Fernseh schaue. Aber ich kann nur sagen, immer wenn ich ins Wohnzimmer gehe und dann da irgendeine Scheiße läuft, vorzugsweise Nachrichten oder so, warum auch immer sich das meine Mutter antut, ich habe ihr natürlich schon einmal davon abgeraten. Oder Werbung auch oder so, ne? Es kann ja sein, dass sie irgendwie Richter Alexander heute oder so schaut und dann Werbung und bla. Und dann immer wieder jede zweite Werbung. Klima hier, Klima da. Ja, ne, damals hat man einfach Tipps und Tricks zum Judenvergasen gegeben in den Werbungen. Und heutzutage ist es halt der Klimawandel. Oder keine Ahnung, vielleicht hat man auch damals in der DDR Anti-Amerika-Werbung gemacht oder so. Was ist, nichts anderes ist es. Nichts anderes ist es. Das ist so, nehme ich das auf, so ist es auch. Jeder, der draußen Klimaplakate anhängt, bewirbt oder die Leute, die Klimascheiße auf ihre Produkte schreiben oder egal, ob das Zeitungen sind, ob das irgendwelche Werbungen sind, natürlich dann auch noch gepaart mit dem Gender-Scheiß, mit dem Multikulti-Scheiß, da siehst du dann auch in Serien mittlerweile, selbst bei The Witcher, bei der Netflix-Serie, starke, schwarze, schwule, klimabewusste Leute, Hauptsache nicht maskulin. Also ich rede nicht vom Rapper, sondern so im Allgemeinen. Hauptsache die Männer sind nicht männlich, Hauptsache wir haben im deutschen Fernsehen überwiegend Ausländer. Hauptsache jeder ist sauer, dass es im Sommer 30 Grad gibt. Ja, das ist wirklich jede Sekunde, die ich da irgendwie damit in Kontakt trete, ist einfach, es ist eine Massenvergewaltigung. Und leider Gottes haben so Leute wie Gronkh und Co. Leider auch ständig den Arsch, den Kopf im Arsch des Partners oder von irgendeinem anderen YouTuber. Ich meine jetzt nicht im Punkte, ja, das klingt jetzt nach Arschkriechen wegen Fame, nicht? Kopf in den Sand, das passt besser, ja. Aber wenn ich Millionen von Abos hätte, würde ich das genauso sagen. Ich meine, ich sag's ja jetzt. Es bringt halt nur nichts, ja. Das ist alles, es ist einfach nur pure Vergewaltigung. Pure mentale Vergewaltigung. Die physische hatten wir ja mit der Pandemie, aber ne, da muss ich ja besonders vorsichtig sein. Was den Klimascheiß angeht, und dann sage ich, ich meine, es wurden schon, der eine oder andere Klimaaufklärer wurde schon von YouTube gesperrt, aber ja, da kenne ich mich nicht so gut mit den Triggern-Wörtern aus, muss ich sagen. Also was Rassismus angeht und die Pandemie, da weiß ich, was ich nicht sagen darf, also welche Wörter ich vermeiden muss, ne, die, dann würde ich dann einfach sagen, lasst euch nicht, Punkt, 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 ne, dann wisst ihr dann, wo welches Triggerwort ist, oder ich habe ja auch mal einen Strike dafür gekriegt, dass ich gesagt habe, bitte tragt keine Punkt, 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 ne, genau wegen dem Wort dann, ne, da muss ich das halt so sagen. Aber ich glaube, was Klima angeht und so weiter, noch kann ich mir da ein bisschen mehr rausnehmen, aber wer weiß, wie lange das noch anhält. Oder vielleicht ist das auch alles, wie gesagt, nur so. Vielleicht ist mir das alles auch nur vergönnt, weil ich noch nicht groß bin. Das kann natürlich auch sein. Ja, wir schauen mal kurz, was die Uhr sagt. Denn es kann nämlich sein, dass, ja, naja, okay, gut. Ein paar Schritte noch. Im Endeffekt werde ich wahrscheinlich wieder genau da sterben, wo ich eben gestorben bin, weil es kommt nämlich jetzt. Aber vielleicht haben wir im besten Fall draus gelernt. Wirklich die Roten, Alter. Die Roten. Was ist mit euch los, ey? Tragt, beschmutzt meine Farbe nicht so sehr, wobei es ist immer noch ein Stück weit zu hell. Es ist jetzt kein schönes Dunkelrot. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal andere Rote in dem Spiel hatten, vielleicht in den ersten Leveln. Das ist ja so lang her für mich. Die ersten Level, die waren ja auch irgendwie kürzer, weil da hat man noch seine ganzen Continues zum Fenster rausgeworfen. Deswegen kann ich euch da das gar nicht so genau sagen. Hallo, einzelner Bogenschütze. Du schlägst einen weiten Bogen um mich, doch niemand mag dich schützen. Dein Name ist falsch gewählt, das würde ich dir damit sagen. Bogenverschwenderer würde wohl eher passen, ja. Das arme Holz, die armen Kinder. Da hast du doch die Mongolenfamilie A und B.
deren Kinder müssen doch frieren, weil sie du Egoist, nee, das war deine Familie. Du egoistisches, Moment, wo ist das der Schlüssel? Du egoistisches Kackschwein, ey. Deine Familie wollte doch einfach noch ein bisschen Holz für den Kamin haben und du so, nee, Alter, ich muss mir jetzt diesen Bogen basteln. Ich war jetzt skeptisch gegenüber dieser Truhe tatsächlich, aber ja, ist okay. So, wo war denn das jetzt? Ich bin verwirrt. Ach, gleich, ne? Hier links, aber wir gehen ja erstmal rechts lang. Hier links, hier rechts, hier links, hier rechts. Vidali, weißt du noch früher? Weißt du noch früher? Hast du viel, viel saure Hefe gemacht. Saure Hefe. Schnitte. Mit viel, viel saure Hefe gemacht. Die Zwischenmahlzeit von Hefe. Vidali? Da hast du viel, viel saure Hefe gegessen. Saure Hefe schmeckt nicht und belastet. YouTube-Kacke. Ich verlinke es euch unten. Das ist das ganze Video. Es ist nur ein kleiner Gag von vielen gewesen. Ein Klassiker, sage ich euch, Leute. Ein Klassiker. Genauso wie Marcel Davis. Eins und eins und eins und eins und eins und eins. Wir gehen erst wieder, wenn der Anschluss läuft. Das ist eine eiskalte Drohung. Ich habe mir das vorhin nochmal, weil ich das ja in irgendeinem anderen Video, ja genau, da habe ich über Familie Sturm geredet und habe dann so gefragt, hey, war Familie Sturm nicht bei Marcel Davis? Und dann habe ich den Clip rausgesucht und habe mir nochmal das Original angeschaut, ne? Alter, ich sag euch, das ist ja so eine heftige Zeitreise gewesen. Also der Clip ging natürlich nur so 1,5 Minuten oder so, halt die Werbung. Ne, eine Minute knapp, ja. Aber das war ja von 2008, 2009. Und ich sag euch, wie der Typ sich wieder geredet hat, so dieses ganze... Ich weiß nicht. Heutzutage erwartet man doch irgendwie... Ui. Mehr ADHS und Hippie-Hoppie und so weiter. Ja, aber das war so... Das war so fucking seriös und stocksteif und aber irgendwie auch freundlich. Also nicht falsch verstehen. Marcel Davis ist halt cool, ja. Und ich hab, mit neulich auch mit einer so ein bisschen gechattet, die meinte, die hätte auch in der Vergangenheit sehr oft bei Marcel Davis angerufen. Bei 1 und 1 in der Hoffnung, mit ihm reden zu können. Aber es hat... Ah, ich hab's vergessen. Es hat scheinbar nicht so gut funktioniert und... Oh Gott, Alter. Gut, dass er nicht noch länger zum Aufstehen gebraucht hat. Weil ansonsten... Ne? Genau. Wäre das Schinken weg gewesen, aber ich hab's vergessen. Aber es ist okay, da den Schaden zu nehmen. Solange man mehr als 30% oder so hat, überlebt man die Scheiße, ja. Ah, schade, ich habe keine Specials mehr. Aber ja, ich glaube, wir müssen dann... Oh nein, fall doch nicht ins Wasser, Mann. Wir müssen doch jetzt auch, wenn wir kein Wassermann sind, weil ich ja vage bin... Ja, tatsächlich an dieser Stelle wieder mal aufhören. Na gut, Leute, ja, dann ich mache mal wieder jetzt hier eine kleine Pause, Safe Set, und dann schauen wir mal, wie weit uns dieser Versuch hier noch bringen wird. Das ganze Level haben wir ja noch nicht gesehen. Das heißt, es könnte potenziell natürlich dann noch irgendwo eine Gefahr auf uns lauern, die wir ja bisher noch nicht gesehen haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.